Tja, und damit moin, sind meine Freunde, willkommen zu den LOL-Threads, dem besten Format hier. Und heute wird es sehr, sehr schön, denn der 6.24er-Patch ist jetzt ja ein bisschen länger da und Kmill ist da. Ja, Kmill, da häufen sich die Videos und vor allen Dingen entsprechend eure Vorschläge, aber dazu kommen wir noch. Zunächst müssen wir als Champion des Patches den guten Serien festlegen. Serien, meine Freunde, ist absolut solide. Eine wirklich stabile Winrate, fühlt sich absolut wohl in der Midlane. Und Zillion ist sowieso schon so ein kleiner Pocket-Pick gewesen und hat eine bestimmte Nische. Denn er ist sehr supportlastig für den Midlaner, weil im Prinzip hat er nur zwei Spells. Der eine CC, du machst Damage, und der andere slowed. Yay, und natürlich hat man die Ultimate, wo man wiederbelebt. Und das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Denn bezogen auf die Statistiken gilt es nicht nur zu schauen, wer hat die höchste Winrate oder wer wird häufig gepickt, sondern wer wird denn häufig gebannt. Und das sind aktuell, und gerade wenn man auf Solo-Queue schaut, übelst viele Assassins. Übel viele Assassins. Das heißt, irgendwelche Dudes, die dich irgendwie one-shotten bzw. sehr, sehr schnell vernichten. Und das ist natürlich Zillion ziemlich nice. Denn er hat eine stabile Laning-Phase, da kann man den Bomben super gut arbeiten. Er kann auch sehr aggressiv gespielt werden, aber der größte Vorteil ist, man muss ihn zweimal töten. Und das kriegen einige Assassins nicht hin. Und das ist natürlich wirklich ein sehr, sehr schöner Aspekt von ihm, dass er entweder sich selbst oder Verbündete wiederbelebt. Das hat natürlich auch seine Nachteile. Das bedeutet, manchmal muss ein Zillion auswählen, wen er wiederbelebt. Ob er sich selbst nimmt oder den ADC, wenn halt zwei Leute gleichzeitig sterben bzw. sehr viel Damage erhalten. Das ist immer eine Bredouille, in die ein Zillion geraten kann. Sonst geht es ihm aber vergleichsweise gut. Er kann unterschiedliche Item-Builds auspacken und hat halt wirklich eine gewisse Variation, um entsprechend dem Team zu helfen. Also auch wenn er zurückfallen sollte, ist seine Ultimate und seine CC im Prinzip komplett gleich. Nur der Schaden variiert dann natürlich, je nachdem, was für Items du hast. Aber seine Hauptaufgabe zu erfüllen, gelingt ihm aus der Midlane-Position aktuell sehr, sehr gut. Und man muss halt sagen, er ist eine stabile Antwort. Das ist ein Pick, den beherrscht nicht jeder. Und das zeichnet auch so ein kleines bisschen seinen Erfolg aus, weil viele wissen auch nicht, wie man gegen ihn effektiv spielt. Weil du musst halt genau berechnen, okay, schaffe ich es, ihn wirklich zweimal zu killen. Das klappt offensichtlich nicht immer. Gut, schauen wir nun auf die Prediction der Woche und das ist natürlich der Erfolg von Kmill. Kmill ist da, Kmill ist insane. Ich habe so viele YouTube-Videos gesehen, wo sie in irgendeiner Form ausgerastet ist und aus 1000 Kilometern angeflogen kommt und dich tötet. Und wir werden auch bei der Mechanik der Woche den einen oder anderen Blick auf sie werfen. Fakt ist allerdings, dass sie absolut erfolgreich sein wird, aber leider auch den Status früher oder später lang, wo sie genervt wird. Kmill ist absolut insane und die Bunrate ist exploded, okay? Mit der will man sich nicht anlegen. Das passiert häufig bei neuen Champions, aber sagen wir mal seltener bei neuen Supportern oder sowas. Bei ihr ist es sofort der Fall gewesen. Also die Leute haben einfach keinen Bock auf sie, was ich verstehen kann, weil ich persönlich finde nach wie vor, ihr Kit ist komplett overloaded. Es ist überladen bis zum Anschlag. Und das ist natürlich nicht schlecht, weil es ein gewisser Erfolgsgarant ist. Aber wie gesagt, über sie werden wir, denke ich, auch in den nächsten Folgen noch so ein kleines bisschen reden. Sie wird einfach übelst stark ansteigen. Das ist so meine Prediction, aber auch genervt werden. Es wird einfach kommen. Schön, schauen wir nun auf den Increase der Woche und es ist Garen. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal Garen in die LoL-Trends reinpacke. Aber anscheinend ist dieser Tag eiskalt heute. Okay, denn Garen wurde so ein kleines bisschen angepasst, was seine E-Fähigkeit angeht. Und schon ist die Playrate, aber auch die Winrate hochgegangen. Also Garen erzeichnet auf jeden Fall einen guten Erfolg auf der Top-Lane. Und das ist natürlich so eine gewisse Elo-Geschichte. Ich weiß, dass Garen natürlich im unteren Bereich viel lieber gespielt und auch viel mehr gehasst ist als im High-Elo. Trotzdem ist er präsent und gerade diese Armor-Shred-Geschichte hat ihm wirklich gut getan. Das ist halt eine verdammt gute Idee gewesen von Riot. Weil im späteren Spielverlauf war Garen keine richtige Bedrohung mehr. Er hat einen sehr, sehr schlechten Engage. Also er ist unfassbar bad. Gerade wenn man es mit den heutigen Top-Lane-Meta-Tanks vergleicht. Aber dafür hat er eine Ultimate, die trotzdem konstanten Damage mitbringt. Das ist aber auch so die einzige Bedrohung. Also wirklich, der muss in Silence-Range kommen, dann ist er ziemlich nice. Und irgendwann kommst du nicht mehr aus den Büschen wie aus der Lane, sondern irgendwann musst du dich in richtige Teamfights begeben und da hat er wirklich Probleme. Er hat zwar eine coole Ultimate, die immer effizient ist, weil sie halt wirklich vom prozentualen Schaden her lebt und das ist total okay. Aber das Spin-to-Win und der Erfolgsgarant dieser E-Fähigkeit lässt halt dramatisch nach. Nun hat man die Möglichkeit, Armor zu shredden und das halt bezogen auf den festen Wert. Gerade wenn man mit Black Cleaver arbeitet, da kannst du den Gegner oder den gegnerischen Tank schon mal ordentlich zur Leibe rücken, weil halt wirklich der Gesamt-AD-Wert genommen wird und du tust deinem AD-Carry oder deinem AD-Assassin in der Midlane einen riesen Gefallen. Okay, du shredderst entweder den Tank, weil du irgendjemanden beschützt, oder du zerschredderst einfach die Backline und bist natürlich damit in der Lage, auch dein Team zu assistieren. Das ist eine wirklich gute Änderung gewesen. Das Witzige ist, dass bezogen auf die Skill-Folge die höchste Winrate der Q-Max hat. Die Leute
maxen den Q als erstes. Was natürlich nicht schlecht ist, weil du hast einfach eine längere Movement Speed Duration. Die E-Fähigkeit wird halt wirklich nur auf den Shred reduziert und natürlich auf ihr Level Scaling. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mit Garen so tief in Analyse gehe. Aber Fakt ist, dass der E-Max natürlich den Schaden und den Wave Clear deutlich erhöht. Aber man kann auch nur einen Punkt reinstecken, denn Garen hat in diesem Spell ein Punkte-Scaling und ein Level-Scaling. Denn die Anzahl der Spins erhöht sich mit deinem Level und der Schaden pro Spin erhöht sich, wenn du Punkte reinsteckst. Das heißt, es wächst normalerweise natürlich mit. Aber mit dem Q-Max hast du eine Fähigkeit, wo du erstens einen Auto-Attack-Reset hast und zweitens sind später Crit-Werte damit möglich. Also wenn du über 100 Damage nimmst und dann noch 40% deiner AD draufpackst, dann hast du technisch gesehen einfach einen Crit. Also wenn du so 200 noch was Gesamtschaden hast, dann ist es ein natürlicher Crit. Naja, Fakt ist auf jeden Fall, Garen hat sich zurück in unsere Herzen gespielt. Auch wenn er einfach räudig ist. Schön, kommen wir nun zu der Mechanik der Woche und weil das gerade aktuell so viel ist, habe ich gedacht, nehmen wir mehrere mit rein. Und Camille habe ich ja so ein kleines bisschen schon angeteasert und sie ist anscheinend in der Lage, mit ihrem Hookshot, das bedeutet mit der Möglichkeit an Wände zu springen und dann auf Gegner und diese zu betäuben, auch anscheinend in der Lage, CC zu verhindern bzw. die nichtig zu machen. Das heißt, ich habe eine Situation gehabt, wo eine Poppy sie wegulten wollte, aber da der Schuss bereits raus ist, ist sie trotzdem zurückgeflogen. Also dann an die Wand und dann konnte sie ganz normal Poppy betäuben. Diese Mechanik funktioniert witzigerweise auch mit Leona. Das heißt, wenn bei Leona die Zielklinge jetzt schwarz gesprochen wurde, aber noch nicht angekommen ist, connectet sie, egal wie weit weg sie geflogen ist. Sie connectet eiskalt trotzdem. Und genau das gleiche scheint bei Camille auch der Fall zu sein. Anscheinend ist der Hookshot genauso gecodet wie die Zenitklinge. Das heißt, es gab auch Situationen, wo Camille zum Beispiel festgehalten wurde und trotzdem ihr E eiskalt durchbekommt. Die erste Instanz der E-Fähigkeit macht sie indirekt CC-immun, weil sie trotzdem diesen Spell danach ausführen kann. Also es bricht sie nicht ab und wenn, wie gesagt, die Haken Richtung Wand ausgesprochen sind, kann sie immer noch machen, was sie will. Camilles Möglichkeit, mit dem E-Spell CC zu verhindern, ist technisch gesehen da. Tja, und weil das ja nicht genug ist und wir das Cleanser durch nicht benötigen, kann Riven das aktuell auch. Die gute Riven ist aktuell in der Lage, mit einer EQ-Kombo verschiedenste Formen von CC, wie zum Beispiel Blitzcrank-Hooks, zu verhindern. Das ist aktuell technisch gesehen möglich. Wo ich ja denke, ich hasse halt Riven sowieso schon wie die Pest. Und wenn sie so etwas kann, ich meine, CC ist ihre Schwäche. Riven hasse ich auf der Lane, weil sie mich da einfach nur kaputt bullied. Und ich hasse sie auf der anderen Seite, weil sie durch einfache CC fertig gemacht wird. Deswegen sieht man sie competitive so selten. Weil Nautilus muss sie nur auto-attacken und dann macht das Team sie fertig. Und aktuell scheint es so zu sein, dass sie in der Lage ist, mit dem EQ das Ganze zu verhindern. Das ist halt RIP. Das Ganze wurde hier zwar auf der ARA-Map getestet, aber es gibt auch andere Leute, die das genauso gut hinbekommen haben. Und sowieso wird halt von Riven-Spielern eine hohe Anzahl an Mechanik, sage ich mal, verlangen. Das bedeutet, Animation Canceling und so weiter gehört halt einfach so ein Stück weit dazu, um diesen Champion auf hohem Niveau zu spielen. Und so einen Spell zu verhindern, ist anscheinend kein Problem mehr. Das ist halt wirklich busted. Könnte fast das zweite Woche sein, aber ist aktuell eine Mechanik von ihr. Und gut, kommen wir nun zum Item-Bild der Woche und da gibt es aktuell sehr, sehr viele, beziehungsweise habe ich viele Einsendungen bekommen, was denn aktuell so gut funktioniert. Aber heute wollen wir uns mit Varus beschäftigen. Denn während der ESL-Meisterschaft haben wir ja den Crit-Varus gesehen und haben ihn so ein kleines bisschen belächelt. Bei Varus wird eigentlich als Poke-Champion gespielt, der aus hoher Reichweite mit hohen Penetrationswerten guten Schaden rausdrückt. Normalerweise ist er auch in der Midlane angesiedelt, wo das Ganze funktioniert, weil die Lane ist ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter und du hast ein höheres Level, was halt natürlich seinen Power-Spike sehr angenehm gestaltet. Auf der ADC-Position verwendet man aber aktuell sehr, sehr gerne Crit. Und ich habe mit Soda darüber geredet und gemeint, es ist wirklich spielbar. Du nimmst natürlich den Essence Reaver und gleichst halt so ein paar Dinge aus, weil Crit will ja normalerweise mit Attack Speed synergieren. Das kriegt dadurch die Passive, das ist zwar nicht überragend viel, aber es ist trotzdem nützlich. Soda hat aber gemeint, aktuell ist mit Varus super angenehm, mit der Passive zu arbeiten. Denn die Passive hat ja keinen internen Cooldown. Das heißt, du packst mit den Auto-Tanks die Stacks auf den Gegner und kannst mit irgendeinem Spell diese Stacks auslösen. Und das kannst du sofort wieder machen. Du musst ihn halt nur entsprechend angreifen. Und die gestörte Combo liegt aktuell darin, dass man die Ultimate trifft, die einen vollen Batzen an Stacks drauf macht. Danach machst du einen Spell, Auto-Tanks ihn weiter und kannst halt wirklich viel magischen Schaden rausdrücken, aber natürlich ganz normal auf Crit gehen und somit dir das Late-Game sichern. Varus kann man natürlich auf den Pfeil reduzieren und das funktioniert in der Midlane sehr, sehr gut. Aber das Crit-Item-Bild verzichtet auf die Träne und die Träne ist komplett geboostet auf der Botlane. Du kannst in der Mitte machen, weil wie gesagt diese Lane einfacher ist. Du bist nur für den Wave-Clear verantwortlich. Auf der Botlane geht das nicht so leicht. Da ist die Interaktion gerade mit den gegnerischen Support ein bisschen unangenehm und mit der Träne versaust du dir instant die Lane. Das ist ja auch quasi die schwächste Phase von einem Ezreal, von einem Varus da unten. Du bist einfach useless. Du hast einfach sehr viel Gold für Mana ausgegeben.
Hier wird das Ganze nicht gemacht, deine Auto-Attacks bleiben kräftig. Natürlich hat er immer noch ein AD-Scaling und die Crit-Items haben natürlich einen gewissen AD-Wert, gerade Sensory und so weiter, und der Cooldown tut dir natürlich auch gut. Also dieses Item-Build sollte auf jeden Fall nicht vernachlässigt werden. Es ist immer noch ein ADC, der unterschiedlich vorgehen kann, der auch mal den Poke-Damage rausdrückt, aber im direkten Nahkampf viel magischen Schaden mitbringt und natürlich auch mit der Crit-Chance ins Late-Game skaliert. Auch wenn ich denke, dass die Passive nicht so einfach zu nutzen ist, gerade in größeren Teamfights, weil es muss jemand sterben, damit du wirklich, und du musst einen Assist haben, damit du diese Attack-Speed bekommst. Sonst musst du das Ganze aktuell mit Items ausgleichen. Dafür hast du aber die nötige CC und außerdem natürlich auf der Lane noch den großen Vorteil über die ganzen Spells. Also auch der Pfeilhagel, der ist unfassbar stark. Jeder unterschätzt diese offenen Wunden, was ein 1 gegen 1 oder ein 2 gegen 2 Matchup sehr, sehr schnell entscheiden kann. Gerade wenn dein Heal halt oder gegen Heine Supporter überhaupt nicht mehr funzt oder sehr schwach ist. Crit Varus ist ein Item-Build, was absolut legit ist. Und das hätte ich persönlich nicht gedacht, weil so viel dagegen spricht. Gut, und nun kommen wir zum Why der Woche. Und da gibt es quasi zwei verschiedene Dinge. Denn wenn ein Why nicht reicht, dann gibt es zwei. Ist ja bald Why nach. Fakt ist auf jeden Fall, dass man ja das Rylaze überarbeitet hat. Ja, das Ding ist nun billiger und der Slow ist schwächer, bla bla bla. Das Witzige bzw. das Schlimme ist aktuell, dass man in dem Shop das Ding immer noch aus dem Giants Belt bauen kann. Beziehungsweise wird es einem so angezeigt. Das heißt, wenn du den Itemweg siehst, wirst du feststellen, yo, das ist ein Rylaze, das baue ich aus dem Ruby Crystal. Aber wenn du auf den Ruby Crystal klickst und dann den Giants Belt auswählst, wird Rylaze noch angezeigt in-game. Es gab sehr viele Leute, die aus Reflex einfach nach dem ersten Item erstmal den Giants Belt geholt haben, was für die Midlane einfach übel effizient ist, mehr Leben zu haben. Und haben dann festgestellt, jo, den muss ich verkaufen. Muss ich verkaufen, weil ich kann den gar nicht daraus bauen. Aber es wurde halt angezeigt. Das hat super viele Leute getrollt. Aber nackt ist es so, dass die Hauptseite da nicht konstant ist. Die zeigen so das Rylaze richtig an. Wenn du auf den Giants Belt aber gehst, wird doch gezeigt, dass das Rylaze daraus gebaut wird. Es ist halt einfach nur ein nerviger Fehler. Und viele Midlaner, die Rylaze gebaut haben, sind darauf reingefallen. Es passiert natürlich nicht ein zweites Mal, weil du unfassbar sensibel darauf reagierst. Aber es ist trotzdem geboostet. Was aber noch gestörter ist, ist der nächste Clip. Denn mir wurde ein kleiner Ausschnitt eingeblendet, wo man Twitch sieht, der verzweifelt versucht, einen Lee Sin zu töten. Und Lee Sin macht folgendes. Er reaktiviert das Q, steht quasi mit seiner Hitbox in dem Twitch drinne und er trifft die Auto-Attacks nicht mehr. Twitch macht, obwohl er offensichtlich gefeedet ist, macht keinen Damage mehr an dem Lee Sin. Und auch in den Kommentaren kam sofort die Antwort zu diesem Szenario, dass ja Twitch, wenn er die Ultimate aktiviert, im Prinzip seine Auto-Attacks in Skillshots verwandelt, okay? Das sind zieldurchbrechende Skillshots, die an allen Zielen gleichen Schaden anrichten. Und diese Auto-Attacks von Twitch kann man in der Ulti-Form sogar flashen bzw. outrunnen, wenn man natürlich, keine Ahnung, 1000 Movement Speed oder sowas hat. Also man kann ihn wirklich dazu bringen, dass er verfehlt. Das Gestörte ist anscheinend nun, dass wenn er den Bogen nach vorne hält, auch der Skillshot erst an der Spitze des Bogens anfängt und somit man in der Lage ist, in Twitch zu stehen und keinen Schaden zu kriegen. Natürlich hat der Typ hier weder gekitet noch irgendwas gemacht, der stand einfach geboostet da. Aber dass es funktioniert, ist trotzdem nicht gut, okay? Das ist absolut bitter. Weil normalerweise, weil mit dem Feed bratzt du dann einfach um. Du stehst da, willst gar nicht kiten, weil du klatschst den eh um und es passiert nichts. Absolut des Todes why. Also hier gibt es auf jeden Fall 4 von 5 Whys, weil man könnte das wahrscheinlich schnell fixen und man könnte hier auch kiten an der Stelle, das ist klar. Aber dass sie das Coding des Auto-Attacks so weit übernehmen, dass man in dem Twitch drinsteht, also quasi im Nahkampf, was gegen Bogenschützen oder Armbrustschützen immer gut war, ja, und ihn dann quasi fertig macht, ist, ey, das ist doch boosted, jetzt mal ganz ehrlich. Naja, aber das Spiel hat dann, wie gesagt, immer schöne Sachen für uns dabei. Und wenn ihr das nächste Mal einen gefeedeten Twitch seht, ja, dann flasht doch einfach in ihn rein. Oder kann euch nicht mehr treffen, außer er kitet. Gut, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.